Antragsfrist für Antrag 300 Euro Energiepreispauschale läuft am 30.06.2023 aus. Bitte nicht vergessen, wer die 300 Euro Energiepreispauschale noch nicht erhalten hat. Antrag stellen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie wissen es ja, im letzten Quartal 2022 war das Thema Energiepreispauschale für Rentner omnipräsent. Das heißt, also wir haben jeden Tag irgendetwas zu diesem Thema gehört. Und am 1.12.2022 haben dann auch, oder am 7.12.2022 haben dann auch viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, die Anspruch auf eine gesetzliche Rente am 1.12.2022 hatten, die 300 Euro ausgezahlt bekommen. Das war die erste Auszahlungsrunde. Die zweite Auszahlungsrunde war dann im Januar 2023. Und wer jetzt immer noch nicht die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten hat, obwohl er ab 1.12.22 einen Anspruch auf die Rente hatte, der sollte bitte sich ein wenig beeilen, denn der 30.06. ist der finale Tag. Wer am 30.06.23 keinen Antrag, also nachweislich zugegangen bei der Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum, keinen Antrag auf die 300 Euro Energiepreispauschale gestellt hat, der bekommt dann das Geld nicht. Meine Damen und Herren, wir haben in unserer Kanzlei einige Fälle, die haben jetzt erst rückwirkend eine Rente bekommen, und zwar mit Beginn zum 1.12.22. Das war eine Altersrente oder auch rückwirkend bewilligte EM-Renten. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wo Sie den Antrag finden können, und los geht's. Also, Sie gehen hier ganz einfach bitte im Internet, geben Sie bitte ein Energiepreispauschale für Rentner. Dann gibt es hier ein Fenster, Deutsche Rentenversicherung. Dann gehen Sie einfach bitte mal hier drauf und scrollen hier runter. Und zwar hier, was kann ich tun, wenn ich die Energiepreispauschale trotz Anspruch nicht erhalten habe? Dann klicken Sie hier auf das Plus und dann sehen Sie Rentnerinnen und Rentner, die die Energiepreispauschale trotz Anspruch, ich mache es mal ein bisschen größer, trotz Anspruch noch nicht erhalten haben, können einen Antrag auf nachträgliche Auszahlung stellen. Der Antrag ist in der Zeit vom 9. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum zu stellen. Und wenn Sie jetzt hier draufklicken, dann kommen Sie hier auf das Antragsformular auf nachträgliche Auszahlung der Energiepreispauschale. Das können Sie dann hier also ohne Probleme herunterladen. Ich mache das jetzt mal für Sie und schon ist es auf, dieses Fenster. Und schon sehen Sie ganz einfach, dass Sie hier diesen Antrag ausfüllen können. Ja, also meine Damen und Herren, der Antrag ist hier auf nachträgliche Auszahlung der Energiepreispauschale. Bitte nicht vergessen, 30.06.2023 ist Antragsfristende, Deutsche Rentenversicherung, Knappschaft, Bahnsee in Bochum. Bitte drucken Sie sich diesen Antrag aus, füllen Sie den aus, der ist ganz einfach auszufüllen und dann an die DAV Knappschaft Bahnsee rausschicken. Wenn es geht, bitte mit eingeschriebenem Brief, dass Sie einen entsprechenden Zustellungsnachweis haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.